Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Wildmender. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir müssten jetzt mal ganz kurz ein paar Federn herstellen. Also eigentlich reicht ja erstmal eine, aber die stapeln sich, glaube ich. Und dann teleportieren wir uns jetzt. Zum Leuchtturm und dann schauen wir mal, ob wir den einen wenigstens schon mal reparieren können. Das Problem wird eher sein, dass wir dafür Materialien brauchen, von denen ich bisher noch nicht wirklich viel gefunden habe. War das hier? Ja. So, reparieren. Jetzt geht es mir besser. Kehre mit einer dieser Lebensflammen in meinen Tempel zurück. Ich habe jetzt eine Verwendung dafür. Oh, und ich werde einige Pflanzen zur Herstellung benötigen. Leuchtstängel und Hexenholzsamen. Wenn es weiter nichts ist. Strieges Lebensflamme. Okay. Ei, das wären einige Hexenholzsamen. 7 Stück jedes Mal. Und 10 Leuchtstängel jedes Mal. Und wir müssten jedes Mal noch eine Nayas Lebensflamme herstellen, ne? Oder ist das ein Questgegenstand, den wir einfach haben? Kann sein, dass es ein Questgegenstand ist, den wir einfach haben. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwo Hexenholzbäume noch mehr finden würden. Ob es irgendwo die Möglichkeit gäbe. Ich meine, prinzipiell sind das, glaube ich, da unten Hexenholzbäume, ne? Aber wir sollten vielleicht einfach welche anpflanzen bei uns. Das ist vielleicht die sinnvollste Maßnahme. Ein Mutterhexenholzbaum. Leg einfach eine Überlebensschriftrolle rum, okay. Okay, wir müssen Terraformen betreiben, glaube ich. Ja, ich hab's irgendwie übertrieben mit den Bäumen, kann das sein? Alter Schwede. So, wir haben hier Hexenholz. Wir können das hier lesen. Ah, die sind trocken. Die kann ich nicht nutzen, stimmt. Das heißt, wir müssen darauf hoffen, dass wir irgendwann
von dem Baum hier richtige Saat bekommen. Das ist doch. Ey. Geht doch. Das ist doch mehr. Okay. La 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 la. La 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 la. Kann es sein, dass die Bäume einfach von alleine auch wachsen teilweise? Was ist? Ich habe auch nicht so viel platziert. Never ever. Never ever habe ich so viel platziert. Im Traum nicht. Ja, unsere Zäune gehen langsam wie alle kaputt, ne? Also, da müssen wir uns auch echt mal überlegen, wie wir das machen wollen, weil es ist ein bisschen blöd, dass die Sachen kaputt gehen. Ich habe da nicht so wirklich die Motivation, was zu bauen, weil die Sachen ja kaputt gehen von Sandstürmen, die immer wieder kommen. Das heißt, ich werde niemals aufhören, die Sachen entweder reparieren zu müssen oder immer neu bauen zu müssen, die ganze Zeit. Und das ist halt nicht so die Definition von Spaß für mich. Dann kann ich auch Hausmeister werden, dann kann ich auch die ganze Zeit Reparaturen ausführen. Dafür brauche ich kein Videospiel spielen. Das kann ich auch in der echten Welt. Alles immer reparieren müssen. Alter Schwede. Wie viele Bäume hier einfach sind. Ja, Laternenbaum haben wir auch noch. Keine Schriftrolle, warum auch immer. Aber ich nehme sie gerne. Mit Leveln können wir gerade nichts. Dafür müssten wir jetzt wieder anfangen, Gräber zu durchsuchen. Die Frösche immer noch da hinten am Festhängen. Dann haben die bestimmt auch nichts Neues jetzt, ne? Ne, wenn die hier festhängen. Ja gut, dann sorgen wir dafür, dass die nicht mehr festhängen. So, dann können die wieder sammeln gehen. Haben wir Honig? Da haben wir Honig. Ich will gerade dafür auf Gräbersuche gehen. Wir haben ein bisschen was dabei, was bei Gräbern helfen könnte. Problem ist natürlich, wir müssen natürlich wieder Dingens bauen, ne? Für die Gräbersuche. Müssen wir nicht, aber. Ja, macht schon Sinn. So. Machen wir einfach mal zwei Arkane-Gräber.
Oh. Rote Ahnenlilie fehlt uns, okay. Und dann hängt der Frosch da schon wieder fest. Das war rosa Ahnenlilie, die bringt es nicht so weit. Nee. Haben wir gar keine roten? Rosa ist hier. Ich meine, wir können bestimmt welche finden, wenn wir einfach ein bisschen durch unsere Quellen reisen. La 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 la. Muss was essen. Ja, aber einsammeln kann ich die ja trotzdem nicht, ne? Da ist das, was wir suchen. Aber warum ist das Weiße? Ich wollte Rote. Mist. Ist
auch wieder weiße. Kann ich die nicht einfach rot anmalen? Ist doch einfach unfair hier. Wir brauchen eine einzige rote Ahnenlilie, ne? Mehr brauchen wir nicht und ich finde sie nicht. Hier vielleicht. Hier. Verdorbene rote Ahnenlilie, aber ist ja egal. So, dann können wir jetzt zum Grab. Aua! Das ist nicht das Grab. Ah, da war das Grab, da ist es doch. Wunderbar. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die Quests erledigen müssen, die sie uns geben, oder ob wir trotzdem Punkte erhalten. Amaranthkorn, Filtrus und Hexenholzsamen, natürlich. Hier sind auch Hexen. Ich bin mir unsicher, ob das. Hexenholzbäume sind. Das hier ist doch ein Hexenholzbaum, oder? Ja. Ein Hexenholzsamen. Nice, wunderbar. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann brauchen wir noch Amaranth, war das, ne? Fehlt uns sonst noch irgendwie was? Jetzt schauen. Nö. Amaranthkorn fehlt uns. Das war nicht der Teleporter. An die andere Richtung ist der Teleporter.
Da. So. Babam, babam. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Amarantkorn dabei. Muss auch kurz was anderes machen. Wir sollen nämlich auch die Leuchtdingel anbauen, dann machen wir das nämlich auch direkt. Und dafür brauchen wir natürlich neue Samen, nehme ich an. Da haben wir noch welche. Wir haben 14 Stück, ja okay, das reicht. Damit können wir alles anbauen. Gar kein Problem für uns. Okay. Teleporter ist da vorne, ne? So. Da. Mann, das hier in meinem Hexenbaum, wo es irgendwie passt, finde ich. Ist halt immer noch schwächlich hier, ne? Also. Überreste bestatten. Schneidenden Dünenhafer. Aber wie geht das mit dem schneidenden Dünenhafer? Da habe ich keine Ahnung. Soldaten-Dornschwanz-Hybrid. Wenn wir die jetzt anpinnen, wird uns das angezeigt, wo das Grab ist. Ich glaube nicht, ne. Das ist leider nicht angezeigt. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd dann. Was können wir noch so anpflanzen?
Und wir müssen was essen. Ich würde gerne die Dunstbeeren auch anbauen. Aber warum nicht? Und wertvolle Ressourcen. Kann man gut für Essen nutzen. Innere Stärke, 2 von 10, okay. Die rote pflanzen wir auch nochmal eben kurz an. Auch an den Bäumen hier vorne. Geht es ja. Aber auch nicht so richtig, aber schon. Geht schon, aber nicht so richtig gut. So. Ich muss sehr viele Pflanzen platzieren übrigens. Falls ihr euch wundert, warum, wieso, weshalb, das liegt daran, dass ich die Pflanzen hier ändern kann. Ich kann die ja zu uralten und so Sachen machen. Und das brauche ich für ein paar der Gräber, habe ich gerade eben gesehen. Wir brauchen zum Beispiel uralte Dunstbeeren. Wir können natürlich darauf hoffen, dass wir die irgendwo random finden. Oder wir bauen Dunstbeerenpflanzen an und verändern die zu uralten Dunstbeerenpflanzen und sammeln dann dadurch die uralten Dunstbeeren. Das gleiche natürlich mit allen anderen Pflanzen. Deswegen pflanze ich gerade von allen mal so ein bisschen was. Damit ich gleich mal hingehen kann und gucken kann, was wir so alles an Möglichkeiten haben. Zu was wir das alles verwandeln können. Der Wiesen, das Wiesen-Amarantkorn. Ja, ich glaube, Amaranth können wir auch noch mal ein bisschen anbauen. Warum nicht? Das halt übrigens auch gut, das Zeug. Das ist eigentlich auch gutes Essen. Genau wie die Dunstbeeren. Die sind auch sehr gutes Essen. Lohnt sich also wirklich, die Dinge auch einfach mal anzubauen. Ich weiß, jetzt haben wir vielleicht dann wenig Amaranth und sowas. Aber ich meine, wenn die Dinger gewachsen sind, dann haben wir wieder extrem viel von dem Amaranth. Wir müssen noch mal gucken, dass wir mehr Frösche sammeln. Um einfach mal ein bisschen über das zu reden, was ich gerade vorhabe, was in mir vor sich geht. Ich bin halt so ein bisschen ruhig, ihr merkt das vielleicht, weil meine Stimme manchmal so ein bisschen nicht mitmacht. Deswegen bin ich so ein bisschen ruhiger derzeit. Versuche nicht zu viel zu reden. Nur dachte mir, es ist auch nur fair, wenn ich euch mal ganz kurz einweihe in das, was Potato Pet überhaupt gerade vorhat. Warum er hier sitzt und die ganze Zeit Blumen pflanzt. Da ist schon ein Konzept und ein Plan hinter. Ich verspreche es euch. Es sieht auch schön aus, das ist eigentlich auch schon Grund genug eigentlich. Eigentlich ist es schon Grund genug zu sagen, es sieht schön aus. So. Das Problem an den Orakelfeigen ist, das sind Bäume, ne? Das sind ja diese riesen Bäume da hinten. Und da ist nochmal welche zu platzieren schwierig. Die Frösche müssen halt auch da hinkommen, ne? Das ist auch so ein Problem. Ich glaube, hier vorne sammeln die Frösche schon nichts mehr.
Ja, die Sachen müssen wir alle selber einsammeln da. Die sammelt keinen. Kein Frosch sammelt hier hinten was. Das heißt, auch die Hexenholzbäume, die wir gepflanzt haben, können wir komplett knicken, weil hier wird kein Frosch herkommen und die Sachen sammeln. Leider. Und was wir natürlich dann auch langfristig brauchen, sind mehr Frösche, ne? Weil auch wenn wir die Frösche geupgradet haben, das Maul ist nicht endlos groß, also. Und dann bleiben sie ja hier die ganze Zeit hängen. Das ist auch ein bisschen blöd. Okay. Oh mein Gott. Die Frösche haben echt Probleme mit ihrer Wegfindung. Kann man nicht anders sagen. Oh, da ist was abgelaufen gerade im Inventar. Vielleicht finden wir damit ja noch ein Grab, was wir machen können. Wir haben gerade nicht viel mehr zu tun, als zu leveln. Weil wir auf sehr viele Sachen warten müssen. Aber wir können mal ganz kurz gucken, haben wir denn genug XP für ein Level, für irgendwas aufleveln? Ja, haben wir. Drittes Schmuckstück klingt interessant. Siegel, aber das geht, dabei geht es ja nur um die Effekte von Siegeln, ne? Das ist jetzt auch nicht so krass, aber ich glaube, das, was dahinter war, war krass, ne? Integriere lebende Pflanzen in dein Siegel, ah ne, was? Da. Verändere den Lebenszyklus von Pflanzen und schaffe da Hybridsamen. Und ich glaube, das ist das eine Sache, die wir brauchen, auf jeden Fall. Da müssen wir schon hin. Aber ich würde, glaube ich, erstmal das machen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, 3 Schmuckstücke zu tragen. Jetzt ist halt natürlich die Frage, was wir nehmen als zweites und drittes Schmuckstück, weil wir haben. Das eine ist kaputt gegangen. Ah. Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch 2 eigentlich. Wo ist das eigentlich hin? Aber. Flammensamen. Verzauberte Samen, die in Flammen ausbrechen, wenn sie geworfen werden. Knotenholz, Dingsblubs, okay. Das Federarmband, sehr, sehr wichtig. Das nehme ich, glaube ich, auf jeden Fall mit. Und dann brauchen wir natürlich noch das Himmelsarmband für eine Quest auch noch. Ja, das ist auch für eine Quest, also von daher. Ich glaube, dafür müssen wir. Na gut. Machen wir das mal eben. Wir gehen mal ganz kurz das Federarmband auf Platz 1 benutzen. Genau. Wir haben auch den Wasserring, aber der ist gerade nicht so wichtig. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier hoch und suchen uns die Bäume. Aber meine lieben Freunde auf YouTube, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.